Alles Sein strebt nach Perfektion. Aber diese Perfektion ist die Nicht-Perfektion, die Nicht-Abschließbarkeit, die Nie-Vollkommenheit, die Nie-Ganzheit. Denn wäre alles, das zu sein gekommen ist, nicht von dieser Selbstauslöschung betroffen, gäbe es gar kein Sein. Wäre alles perfekt, vollkommen in sich geschlossen, wäre es nicht Sein geworden, sondern nicht Sein geblieben. Und also entstand eine Asymmetrie, die das Sein erzeugte und seither sucht, dieses Sein wieder das perfekte Gegenstück, das perfekte Passteilchen, das Passendste nach den Regeln der Selektion, und muss all diese Formtransformationen des Nicht-Aufhören-Könnens, des Sich-Anpassens an das ständig sich Verändernde anpassen, um irgendwann einmal wieder in die perfekte Nichts-Virtualität zurückzukehren. Leibniz hat schon recht gehabt. Es gibt nur diese eine der besten allen Welten. Aber diese ist nur die unmöglichste aller perfekten, sprich der unperfekten Welten. Denn wenn alles auf Perfektion der Vervollständigung hinstrebt, kann sie das nur durch die Reihe der Anpassung an das ständig sich Verändernde erreichen und muss also ständig die Formtransformationen vollziehen, sie so weit zu treiben, bis am Ende wieder jenes Schlüssel-Schloss-Prinzip der vollkommenen Selbstaufhebung wechselseitigerweise erreicht ist.